Willkommen zurück hier in Essen. Und bei mir ist jetzt Wolle von Correx Games. Und ich würde ja gerne sagen, was es an Spielen sind, aber es sind so viele. Wir gehen sie, glaube ich, einfach mal der Reihe nach durch. Und zwar habe ich als erstes hier schon entdeckt Not Alone. Worum geht es denn bei Not Alone? Ja, Not Alone ist ein asymmetrisches Spiel. Es geht darum, dass eine Gruppe Astronauten spielt, die auf einem Planeten gestrandet sind. Und ein Spieler spielt das Wesen auf diesem Planeten, das sich die verschiedenen Orte auswählt, um dort die Astronauten zu treffen, um sie in das eigene Ökosystem zu assimilieren. Also da ist es wirklich ein richtiger Wettlauf. Es geht ein bisschen um Psychologie, also wo setzen die anderen vielleicht ein, was haben die für Orte gewählt. Und ja, man sieht das hier vielleicht auch an dieser Leiste. Es gibt hier ein Zielfeld und die Gruppe, die diesen Punkt hier als erstes erreicht, die gewinnt dann die ganze Geschichte. Also entweder das Wesen auf dem Planeten oder eben die Astronauten. Spannender Wettlauf, ist für 2 bis 7 Spieler 30 bis 45 Minuten ungefähr. Also ja, können auch in großen Gruppen kann das Ganze gespielt werden. Und ja, auch ich sehe auch schon die Bilder, also ist ja alles sehr, sehr detailreich hier gearbeitet. Ja, die Orte des Planeten sind sehr schön ausgearbeitet, schöne Grafiken, wie ich finde. Und ja, auf diesen Orten da befinden sich dann die Astronauten, die können diese erkunden und die Fähigkeiten dieser Orte nutzen. Ja? Und das Wesen selbst hat solche Karten hier zur Verfügung, um ein wenig, ja, sagen wir mal, sich besser einzustellen auf diese Astronauten. Das Wesen kennt ja den Planeten an sich besser als die Astronauten und hat deswegen da auch ein paar Vorteile. Was muss denn jetzt regeltechnisch sozusagen das Wesen tun, um zu gewinnen, und was muss regeltechnisch die Spieler tun, um zu gewinnen? Genau, die Spieler, die stimmen sich gegenseitig ab, die können also kooperativ auch spielen und müssen eben versuchen, Orte zu wählen, die das Wesen nicht wählt. Sie müssen einfach überleben. Ja? Sie spielen also verdeckt immer eine Ortskarte aus. Gegen die Zeit. Gegen die Zeit, genau. Also das ist quasi hier ihr Zeitmarker und das Wesen muss versuchen, mit diesen Chips, die es zur Verfügung hat, die Orte zu treffen, auf denen sich die Astronauten aufhalten. Also wirklich spannendes Psychoduell zwischen diesen beiden Gruppen, muss man wirklich sagen. Und wie viele Spieler kann man das, mit wie vielen kann man das spielen? Also 2 bis 7 Spieler, also zu zweit richtig im Duellcharakter. Mit 7 Spielern ist es wirklich so, dass die große Gruppe Entscheidungen miteinander trifft und das Wesen hat es dadurch ein bisschen leichter zu treffen. Aber auch die Astronauten haben noch extra Karten zur Verfügung, die eben dafür sorgen, dass sie besser und vor allen Dingen länger überleben, denn darum geht es ja dafür. Okay, und was kostet es? Kostet 20 Euro hier auf der Messe, ansonsten glaube ich so um die 22, also ein bisschen günstiger ist es hier natürlich. Dann frage ich auch schon mal, auch wenn wir jetzt sicher am Ende des Videos nochmal fragen, wo findet man euch denn hier auf der Messe? Wir sind in Halle 7, der Stand ist die E116, da ist Correx Games zu finden. Sehr schön. Ja. Dann lass uns mal direkt weitergehen. Ja. Hier sehe ich eine Tricerion-Erweiterung. Ja, Tricerion war ja im letzten Jahr in Englisch da. Jetzt gibt es Tricerion auf Deutsch und auch die Erweiterung dazu, Dahlgards Geschenke. Das ist hier so eine kleine Box. Ich zeige sie einfach mal. Und ja, in der Box ist jede Menge Material drin. Es gibt 2 Module. Das eine ist für 2 Personen zum Beispiel. Da haben wir hier solche Karten, die eben dafür sorgen, dass in jeder Runde andere Aktionsfelder verfügbar sind, also nicht so statisch. Ja, also man hat wirklich immer wieder neu sich einzustellen und das macht dieses 2-Personen-Spiel noch ein bisschen kompetitiver und man hat wirklich ein bisschen mehr Enge noch zu zweit. Mhm. Außerdem gibt es für 2 Spieler noch so neue Regiepläne, legt hier einfach mal einen mit dazu. Und diese Regiepläne sind so vorbereitet, dass ein Feld schon mal mit einem Trick gekennzeichnet ist, also die sind schneller voll, man kann schneller Trickroutinen erstellen, also für alle, die das Spiel kennen, wird das eine tolle Geschichte sein. Mhm. Ja, und auch dann natürlich wieder die gleiche Frage, was kostet es? Die Erweiterung kostet auch 20 Euro, wir haben aber auch einen Bundlepreis für die, die das Basisspiel noch nicht besitzen sollten. Wenn die beides zusammen kaufen, haben wir es dann für 75 Euro da, auch bei Correx Games in Halle 7. Wunderbar. Ja. Dann weiter geht's mit, ja, Prototypen. 2 Prototypen hier am Tisch. Genau, wir sind ja ein neuer Verlag und fangen im nächsten Jahr auch an, eigene Spiele zu produzieren. Das sind ja alles Lizenzprodukte im Moment, aber ich fange einfach mal mit diesem Prototyp an. Das ist
vom Arbeitstitel her Tudors, so heißt ja, es geht um England, englische Geschichte, Heinrich der Achte. Eine Art ja, Worker-Placement-Spiel, bei dem man aber durchaus sehr, sehr interaktiv zu Werke geht. Ja, also es gibt hier Höflinge, die eingesetzt werden, es gibt Lords, die diese dann aktivieren. Und es gibt einen Mechanismus, bei dem die Höflinge dann auch geköpft werden können, also so zeitgemäß ja, sozusagen, genau, also das war ja dort oder zu dieser Zeit gang und gäbe. Man versucht Ämter zu erreichen, Privilegien sich zu sichern, das hat man hier zum einen an diesem Sichtschirm, ja die Privilegien sind auch nach außen hin sichtbar und hinter dem Sichtschirm werden natürlich alle möglichen Materialien gesammelt. Das ist jetzt natürlich erstmal noch ein Prototyp, aber wir sind noch ein bisschen in der Testphase, haben aber schon sehr viel Spaß, weil es wirklich direkt interaktiv zur Sache geht. Also wie eben zu der Zeit das ganz gut auch, ja, auch war. Genau. Und der zweite? Genau, der zweite Prototyp, der heißt Halfpint Heroes. Der ist schon ein bisschen weiter. Die Grafiken sind schon ziemlich final. Wir haben zum Beispiel Friedemann Friesemann auf der einen Karte oder auch einige Musiker hier. Lemmy ist auch da zum Beispiel. Es ist ein Stichspiel, das über ein Pokersystem funktioniert. Also man kann über Pokerkombinationen, über Royal Flush und so weiter, kann man hier Stiche machen, man muss die vorhersagen, man kann aber auch gegen die anderen wetten und sagen, okay, nee, du schaffst das sowieso nicht. Ja, mein Platz ist viel cooler als deins. Das also bei diesem Prototyp wirklich ein schönes ja, Kneipenspiel eigentlich. Haben es auch in Kneipen getestet mit Leuten, die überhaupt noch nicht gespielt haben und die haben gesagt, cool, gleich noch eine Runde. Also richtiges Spiel mit auch 7 Personen, die mitspielen können, macht richtig viel Spaß. Genau. Wie sieht es bei den beiden Prototypen aus? Wann ist damit zu rechnen, dass wir die mal dann in fertiger Version sehen? Genau, also bei Halfpint Heroes wird es so sein, dass wir so in etwa Januar, Februar erstmal mit einer Crowdfunding-Kampagne starten und es dann, ich denke, so Pi mal Daumen Mitte des Jahres, also Mitte 2017 damit rechnen können. Tudors ist noch ein bisschen weiter entfernt, also das wird sicherlich erst nächstes Jahr im Herbst soweit sein, dass wir da ein fertiges Spiel vorliegen haben. Mhm. Ja. Ja. Ja, und jetzt eine Frage zu Not Alone. Genau, wie spielt es sich zu zweit? Macht es auch Spaß oder ist es mehr so eine Notfallvariante? Nee, ist keine Notfallvariante. Zu zweit haben wir wirklich einen direkten Duellcharakter. Mhm. Ja? Also wir haben das auf der Messe in Leipzig schon getestet, auch zu zweit. Oder gab es viele Spiele und der Ausgang war immer wieder anders, also immer wechselseitig. Es war nie so, dass eine Seite immer gewonnen hat. Wenn die sich gut kennen, die zu zweit spielen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig für den Astronauten, weil das Wesen häufig trifft. Aber an sich wirklich auch eine sehr, sehr gute Zweiergeschichte, ist kein Notbehelf, genau. Okay. Und dann sehe ich da, glaube ich, noch ein weiteres Spiel da hinten. Vielleicht ja. Kannst du auch noch mal zu denen so einen Satz sagen. Genau, also ich habe hier noch eine ganz kleine Geschichte, Sidequest. Das ist ein Dungeon Crawler wirklich für die Hosentasche. Viel Spiel in so einer kleinen Packung, da hat man mehrere Szenarien, die man dort spielen kann, zwischen 30 und 120 Minuten steht drauf, je nachdem, welches Szenario man spielt. Haben wir auch sehr, sehr häufig nachgefragt, also sind wir nachgefragt worden und ist wirklich ein Spiel, das sehr, sehr gern gespielt und auch ja, mitgenommen wird hier auf der Messe. Mhm. Genau, und ein letztes, wenn ich das noch darf, ja, ja, wir haben ja noch Labyrinth, das ist Druck, frisch gestern erst angekommen, ist auch ein Dungeon Crawler, aber einer, der wirklich ja, sehr viel Ärgerpotenzial in der Spielrunde hat, ist für 2 bis 6 Spieler. Man hat ein Labyrinth, das während des Spiels erst entsteht, man hat ein Tunnelsystem, ein Labyrinthsystem, man legt Fallen den anderen in den Weg, man hetzt den Wächter des Labyrinths auf die anderen Spieler, um letztlich das Mittelfeld zu erreichen und zwar als Erster und allein. Also, auch eine sehr schöne Sache für 2 bis 6 Spieler. Okay, ja. Sehr schön. Ja. Dann gibt es noch irgendwelche Fragen gerade aus dem Chat? Gerade nicht. Dann vielleicht nochmal für die, die es am Anfang verpasst haben, wo findet man euch? Ja, also Korax Games ist hier in Essen in Halle 7, Stand E116. Dort haben wir alle Spiele zum Spielen, Testen und natürlich auch zum Mitnehmen mit dabei. Dann danke ich dir. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns nach einer kurzen Umbaupause hier wieder. Jo, tschüss. Tschüss.